Köln, Bombe oder Badewanne unter Krankenhaus vermutet. Unter der LVR-Klinik Köln mit 450 Betten wird ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet. Er härtet sich, ihr Verdacht droht eine große Evakuierung. Köln. In Köln droht wegen einer möglichen Bombe im Boden die Sperrung der Autobahn 3 und die Evakuierung einer Klinik mit über 450 Betten. Am kommenden Sonntag, 26. Januar, werden Fachleute am Fundort graben, um zu schauen, ob es sich tatsächlich um eine Bombe handelt. Sollte dies der Fall sein und eine Entschärfung notwendig werden, müssten die Sperrung und die Evakuierung sofort veranlasst werden. Das teilte ein Sprecher des Kölner Ordnungsamtes mit. Noch könne man aber nicht sagen, ob es sich bei dem Gegenstand im Boden um eine Badewanne oder eine Bombe handle. Hintergrund sind nach Stadtangaben geplante Bauarbeiten der Klinik. Bei den Vorbereitungen sei im vergangenen Jahr ein metallischer Gegenstand im Erdreich gefunden worden. Die Fundstelle liegt nicht weit entfernt von dem stark frequentierten Abschnitt der A3 zwischen dem Kreuz Rheumer und dem Kreuz Köln-Ost. Stau auf A3 vorprogrammiert. ADAC-Angaben zufolge gehören die A3 und der gesamte Kölner Ring zu den am stärksten belasteten Autobahnabschnitten in Nordrhein-Westfalen und auch bundesweit. Aus diesem Grund hatte sich die Bezirksregierung auch für einen Sonntag für das Vorhaben ausgesprochen. Der Termin wurde unter anderem auch mit der Kölner Messe, der Lanxess Arena und der Bay Arena in Leverkusen abgestimmt. Das Krankenhaus hat nach eigenen Angaben mehr als 450 Betten, die in der Regel auch belegt seien. Man habe für den Fall einer Evakuierung einen umfassenden Plan aufgestellt, teilte eine Sprecherin mit. Patienten und Mitarbeiter sollen dann mit Bussen und Rettungswagen in Ausweichquartiere gebracht werden.